Dieses Video ist jetzt zweigeteilt. Im ersten Teil zeige ich euch, welche Geschwindigkeiten ich mit Premiumize erreiche. Im zweiten Teil zeige ich euch, wie ihr eure Geschwindigkeit bei Premiumize optimieren könnt, wenn sie denn langsam sein sollte. So, ich habe hier mal ein paar Links von Uploaded eingereiht und ihr seht ja meine Einstellungen jetzt im Chat-Downloader, sind 11 gleichzeitige Streams, die jetzt starten wird. Das sind ungefähr 150 MB pro Datei. Ich drücke jetzt einfach mal auf Start, mach mal hier den Taskmanager nebenher auf. Und bei Ethernet sieht man dann, was ich insgesamt für eine Geschwindigkeit bekomme. Das sind 528 Mbit pro Sekunde. Entspricht auch genau meiner Geschwindigkeit, die ich bei Kabel Deutschland gebucht habe oder mittlerweile Vodafone. Ja, 500 Mbit, sehr gute Geschwindigkeit und vor allem die kriegt man direkt auf Anhieb. Ja, also Premiumize kann prinzipiell diese Geschwindigkeit liefern. Das ist jetzt hier sozusagen mit einmal bewiesen. Wenn das jetzt bei euch nicht der Fall ist, also wenn es deutlich langsamer geht bei euch, dann gibt es da eine Möglichkeit, das zu optimieren. Und zwar gehe ich mal zurück in meinen Premiumize-Account und hier scrolle ich mal ein bisschen runter und hier unten gibt es einen ausgewählten Standort. Hier bekommt ihr eine kleine Info, was das ist. Wir gehen jetzt einfach mal auf Standort ändern. Und bevor ich jetzt viel erzähle, scrolle ich mal ganz runter und sage, starte alle Tests. Jetzt mache ich hier auch noch meinen Explorer, mein Taskmanager nebendran auf. Und hier sieht man jetzt kleinere Ausschläge. Und was passiert hier? Das sehe ich, wenn ich hier ein bisschen hochgehe. Naja, hier wird einfach jetzt jeder der verfügbaren Standorte, wo die Dateien halt liegen, einmal durchprobiert. Und entsprechend kann man dann den auswählen, der die beste Geschwindigkeit bietet. Ich lasse jetzt einfach mal alle Tests durchlaufen und ihr seht jetzt einen Zeitraffer. So, alle Tests sind durchgelaufen und man kann sehen, dass die Geschwindigkeiten sehr unterschiedlich sind. Zum Beispiel, wenn ich mal hier nach Singapur schaue, da habe ich 5 MB pro Sekunde. Und wenn ich jetzt hier zum schnellsten gehe, der wird sogar hier grün markiert, das wäre der direkte Download ohne das Content Delivery Network vorgeschaltet. Aber das liefert sich jetzt hier in Kopf-an-Kopf-Rennen. Man hat ja auch die Ausschläge im Taskmanager gesehen, die waren relativ klein. Also der Test ist jetzt nicht so wahnsinnig aussagekräftig. Wäre der ein bisschen länger gelaufen, bin ich mir auch sicher, dass ich hier höhere Geschwindigkeiten erreicht hätte. Nichtsdestotrotz, in Relation geben die korrekte Geschwindigkeiten, also geben die zumindest korrekte Geschwindigkeiten in Bezug auf die anderen Server an. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine Orientierungshilfe. Ich bleibe jetzt bei Cloudflare. Ihr habt ja gesehen, dass die Geschwindigkeit gut gelaufen ist im Chat-Downloader, also würde ich da jetzt auch nichts dran ändern. Aber wahrscheinlich wäre die ähnlich schnell, wenn ich hier draufklicke. Ja, für euch ist das jetzt die Hilfe. Falls ihr langsame Downloads hattet, könnt ihr euch daran orientieren. Klickt dann einfach zum Beispiel hier drauf. Und ändere deinen Standort und damit ist jetzt der Standort auch gespeichert. Wenn ich jetzt in meine Account-Übersicht zurückgehe, kann ich das auch direkt hier sehen, welcher Standort gerade aktiv ist.